bin Conny von fashionvictors.com und ich habe heute ein kleines Do-it-yourself-Tutorial für euch. Wie ihr seht, habe ich mich thematisch passend gekleidet. Jetzt ist gerade Wiesenzeit und auf der Wiesen sieht man immer ganz oft diese leckeren Lebkuchenherzerl, die man seinen Liebsten schenkt oder seinen Freunden. Und ja, seit einigen Jahren gibt es ja auch diese Herzerl als Taschen. Die sind ja ziemlich teuer und von der Qualität her auch nicht so der Hit. Deswegen habe ich mir vor ein paar Jahren diese süße Tasche selber genäht. Und zwar nur aus Stoffresten, die ich zu Hause liegen hatte. Das heißt, mich hat diese Tasche im Endeffekt 0 Euro gekostet. Genau. Leider passt dieses Rosa nicht wirklich zu meinem neuen Dirndl, das ich mir letztes Jahr gekauft habe. Und deswegen habe ich beschlossen, heute für euch ein Do-it-yourself-Tutorial zu machen. Und zwar werde ich eins in so einem schicken Blau nähen. Und ihr begleitet mich dabei. Viel Spaß! Für eure Herzeltasche braucht ihr unter anderem ein paar Stoffreste und Nähzeug. Eine konkrete Liste mit Dingen, die ich persönlich verwendet habe, findet ihr in der Beschreibung. Ein Tipp: Malt euch grob auf, wie das Design eurer Tasche aussehen soll, bevor ihr anfangt. Zuerst stellen wir eine symmetrische Herzform her. Faltet dazu ein Blatt Papier in der Mitte und zeichnet ein halbes Herz auf, das dann ausgeschnitten wird. Nachdem ihr das halbe Herz auf den Stoffbruch gelegt habt, steckt ihr es gut fest, damit es beim anschließenden Ausschneiden nicht verrutschen kann. Da die Tasche eine Vorder- und Rückseite haben wird, brauchen wir das Herz zweimal. Da der Reißverschluss versteckt angebracht wird, brauche ich jetzt noch zwei zusätzliche Stoffteile, die wie die oberen Hälften der Herzteile geformt sind. Sollte euch dieser Schritt jetzt noch nicht einleuchten, schaut euch am besten das Video erstmal zu Ende an, dann wird euch sicher alles klar. Jetzt besticken wir die Vorderseite der Tasche mit einem Schriftzug unserer Wahl. Das geht entweder mit der Nähmaschine oder in Handarbeit. Als nächstes nähe ich Pailletten auf die Vorderseite meiner Tasche auf. Natürlich könnt ihr auch andere Deko-Elemente auswählen. Um ein Band als eine Art Zuckerguss anzubringen, vermesse ich den Umfang des Herzens. Damit man später keine hässlichen Nähte sieht, falte ich nach dem Zuschneiden das Band einmal der Länge nach. Nach dem Zusammennähen wird es noch umgedreht. Achtet darauf, beim Vermessen ein paar Zentimeter dazuzugeben, da wir es ja später noch schön drapieren möchten. Langsam wird es Zeit, dass wir mal ein paar Teile zusammennähen. Steckt dazu jeweils ein halbes Herz auf ein ganzes Herz. An dieser Stelle müsst ihr gut aufpassen. Die spätere Vorderseite muss nach oben zeigen, sonst ist eure schöne Stickerei auf der Innenseite der Tasche. Zunächst wendet ihr die beiden Teile. Dann widmen wir uns dem unteren Teil der Tasche. Beide bisher genähten Hälften aufeinanderlegen, feststecken und zusammennähen. Dabei müsst ihr wieder auf die richtige Ausrichtung achten. Der Reißverschluss ist erfahrungsgemäß der komplizierteste Teil. Probiert ein wenig herum, bis der Reißverschluss gut sitzt und sich gut öffnen lässt. Danach näht ihr ihn vorsichtig fest. Hier braucht ihr eventuell ein bisschen Geduld. Wenn euch das Ganze zu kompliziert ist, näht einfach zwei, drei Druckknöpfe an, das geht genauso gut. Nachdem wir das geschafft haben, nähe ich die beiden Seiten noch komplett zu.
Jetzt können wir uns endlich einer schöneren Aufgabe widmen und bringen das blaue Band an der Vorderseite an. Näht es an einigen Stellen mit Nadel und Faden fest. Gleich haben wir es geschafft. Wie jedes Lebkuchenherz braucht unser Täschchen jetzt nur noch ein Tragebändchen. So, das war's auch schon mit meinem Tutorial. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Hier ist nochmal das fertige Ergebnis. Wie ihr seht, passt es auch super zu meinem neuen Dirndl. Wenn euch das Ganze gefallen hat, hoffe ich sehr, dass ihr meinen Channel abonniert und ich würde mich auch freuen, wenn ihr meine Facebook-Seite liked. Die Links gibt's unten im Kommentarfeld und ja, bis bald. Ciao!